Welche Auswirkungen der Brexit letztendlich auf Großbritannien, auf die Europäische Union und somit auch auf Deutschland, Hessen und das Rhein-Main-Gebiet haben wird, lässt sich unmittelbar nach dem Votum noch kaum abschätzen. Politiker aller Parteien im Hessischen Landtag zeigten sich heute in Wiesbaden jedenfalls schockiert. Ministerpräsident Volker Bouffier sprach gar von einem schwarzen Tag für Europa. Aus meiner Sicht kommt es jetzt sehr darauf an, Besonnenheit zu wahren, nicht in Panik zu verfallen. Wir müssen sehr darauf achten, dass dieses Beispiel keine Schule macht. Zum ersten Mal ist ein Land aus dieser Gemeinschaft ausgetreten. Das gehört in den großen Zusammenhang der von mir beklagten Rückkehr zum Nationalismus. Das kann man überall beobachten. Nicht zuletzt die Stellungnahme von Herrn Trump zeigt mir, welche Geister da unterwegs sind. Ich halte das für schlimm. Und wir werden in Europa sehr intensiv zu diskutieren haben, wie wir die Europaskepsis überwinden, wie wir daraus vielleicht einen neuen Schub machen für ein gemeinsames Europa, in dem die Dinge, die wir gemeinsam machen müssen, verstärkt werden und gleichzeitig auch insbesondere die europäischen Institutionen verstehen, dass wir nicht jeden Kleinkram europäisch regeln müssen. Die Börsen reagierten zunächst ebenfalls schockiert. Das ganz große Chaos blieb jedoch aus. War der DAX am Morgen noch um rund 15% eingebrochen, hatte er sich bis zum Nachmittag schon wieder auf ein Minus von etwa 6% erholt. Zumindest für die Börsen war das heute nicht der von vielen Experten befürchtete schwarze Freitag. Und dennoch, gerade in der Finanzwelt wird sich jetzt wohl einiges ändern, befürchtet auch der Chef der Deutschen Bank, der gebürtige Brite John Cryan. Das ist kein guter Tag für Europa. Die Konsequenzen werden für alle Seiten negativ sein. Gerade als Brite und Europäer schmerzt es mich, dass viele meiner Landsleute die europäische Idee nicht mehr als attraktiv empfinden. Das ist ein klares Signal an die EU, wieder näher an die Menschen zu rücken und die Demokratie zu stärken. Wir als Bank mit Sitz in Deutschland und einem starken Geschäft in Großbritannien sind gut darauf vorbereitet, die Folgen des Austritts für uns abzumildern. Schwarz sehen die Finanzexperten dagegen für die Fusionspläne der Deutschen mit der Londoner Börse. Die sei mit dem Brexit nun endgültig vom Tisch. Und bei der Frage, ob Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet nicht die großen Profiteure des Brexit werden könnten, hält der Ministerpräsident lieber noch mal die Bälle flach. Ob die Banker aus London jetzt alle nach Rhein-Main kommen, weiß ich nicht. Das wird man sehen. Ich rate dazu zur Gelassenheit. London ist und bleibt ein großer internationaler Finanzplatz, aber es kann sein, dass jetzt Entscheidungen getroffen werden. Dabei muss man sehen, wir stehen in einem sehr scharfen Wettbewerb mit Paris. Und insofern glaube ich, dass man jetzt erst einmal die weitere Entwicklung abwarten muss. Aber wir werden Chancen, wenn sie sich bieten, wahrnehmen. Viel Spekulation also. Tatsächlicher Ausgang ungewiss. Sicher ist nur, dass seit heute ein neuer Riss durch Europa geht. Jetzt heißt es zunächst einmal Wunden lecken. Was der Brexit für uns alle wirklich bedeutet, wird wohl erst in den kommenden 1 bis 2 Jahren deutlich werden.